Hallihallo! Ja, was ist denn hier los? Lange Gesichter, Langeweile, tote Hose? Ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Man hat da nichts Besseres zu tun. Na, dann komm ich ja genau richtig, was? Richtig! Los, los, Leute, auf jetzt! Kohle machen, Mäuse raffen und ab und zu ein bisschen gaffen, fiese Tricks und Geld gewinnen. Keine Zeit, sich zu besinnen. Ja, da kommt Schwung an die müden Knochen, was? Da wackelt die Tapete, da bebt die Erde. Ihr wollt wissen, was ich meine? Ha! Ist doch klar, Mann! Ne Rallye durch Europa! Von Nord nach Süd, von West nach Ost, links rum, rechts rum, mitten durch, vor, zurück und rauf und runter. Euch bekomme ich auch noch munter. Los, los! Draußen stehen schon die heißesten Kisten, die nur darauf warten, mit euch loszuflitzen. Gewinnen kann übrigens nur der, der am Ende das meiste Geld geschaffelt hat. Na, ist das nicht? Also auf, worauf wartet ihr noch? Die letzten beißen die Hunde. Los geht's! Wir brechen auf zur total verrückten Rallye! Jawohl! Und Foto. Und die Zeitung Anfang der 20. Jahrhundert-Style oder 19. Mal mit dem neuen Spiel beginnen. Und wir sehen hier ganz klar, dass wir hier Helmut Kohl haben, aber um ihn geht's ja nicht. Als auch mit Vera Cruz nicht. James Bond. Ja klar. Zora Meander. Naja, wer kennt sie? Aminu Gazerti. Lebt ja nicht mehr. Luigi Maserotti, Nico Mawasaki und Jane Blonder. Ja, da würde ich mal sagen, ihm würde ich mal einschätzen bei den Exit Allstars Luciano aus Rastelli. So. Und bei ihr ganz klar Maike Martinson. Weil ich hatte schon mal eine Probeaufnahme gemacht. Und hier würde ich sagen, nein. Mertin würde ich mal dorthin setzen. Weil Mertin ist ja blond und Afrosch trägt ja gerne rote Latzhosen und früher auch ein Cappy. Also gehen wir Afrosch mal dieses weibliche Ding hier. Endlich mal was Geiles. So, Pommes frites. Sieht dann so aus, natürlich ein Schlank. Oh, da muss ich ja viel zulegen. Na klar. Und wir haben Benzin. Natürlich. Dann haben wir hier Marcello aus Rastelli. Obwohl das I lässt sich hier nicht mehr eintragen. Der Name ist zu lang. Und natürlich Fred Martinson, weil er hat darauf bestanden, so auszusehen. Tja, da würde ich mal sagen, werde ich mal gucken, wie viele Abonnenten ich jetzt habe. Und dann werden wir gleich starten, gell? Bis gleich. Und da sind wir auch wieder und wir haben derzeit 5 Abonnenten, also spielen wir 5 Etappen von 300 möglichen. Einen wunderschönen guten Tag. Wer es glauben mag, auf euch wartet schon ein heißes Rennen. Auf den schnellsten wartet sogar noch mehr. Ja, so viel Geld, so viel Reichtum, alles nur für einen. Doch wer wird es sein? Wer hat das Zeug zum Sieger? Wer kennt alle Tricks? So, nun wollen wir mal sehen, für wen die Schicksalsstunde geschlagen hat. Ja! Alerta est! Die Würfel sind gefallen! Und da ist sie! Ich hab's gewusst! Brüssel? Unsere neue Zielstadt! Hab ich's denn nicht gleich gesagt? Doch, doch, doch! Auf geht's nach Brüssel, der Hauptstadt von Belgien! Los, los, los! Worauf wartet ihr? Ab geht's! Brüssel! Ja, da würde ich mal sagen, Brüssel, das ist halt auch für die Master Rallye ein besonderes Ziel. Und ich kann jetzt Marcello schon zum Aussetzen zwingen. Nee. Böser Bruder, ich hau dich kaputt. Ich mach dich Mortadella. Entspann dich, Bruder Erze. Vielleicht gewinnst du die Master Rallye da. Aber zum Master Rallye ist ja noch weit, ihr beiden. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man gewinnt. Merti, wolltest du uns nicht zeigen, wie man gewinnt? Na, ist ein gutes Gefühl eben. So, jetzt zeige ich euch mal was hier.
2. Das wird eine schnelle Runde, das bin ich jetzt schon überzeugt. Für Popfritz sieht es diesmal nicht gut aus, aber dafür wenigstens 1000 Dollar verdient. Benzin hingegen schafft die Hälfte. Kriegt aber dafür 900 Dollar. Gute Nacht, Marcello. Dr. Fred, was hast du vor? Na, was wohl? Ich will jetzt gewinnen, du Schlaumeier. Da ist ja auch das gleiche Resultat. Jetzt versucht Mikey ihr Glück. Und gewinnt! Nach zwei kleinen Runden gewinnt sie die erste Runde. Meine Güte, ist das schnell. Hallo! Und die ersten 100.000 Dollar gehören ihr. Was kaufen wir ein? Kartoffellacker, Modebetrieb und Pferdezucht. Und das war's. Ja, hallihallo Leute, neue Runde, neues Glück, wa? Alle da? Ich werde jetzt gleich eine Zielstadt für euch auslosen. Und wer dort zuerst ankommt? Ja, auf den wartet dann Geld, Ruhm und Reichtum. Ich leg nun husch husch diesen Schalter um. Und dann wollen wir mal sehen, wo es hingehen wird. Es dauert nur noch eine Sekunde, dann geht's los, die nächste Runde. Ja, da haben wir sie schon, die neue Zielstadt. Auf geht's nach Tirana, der Hauptstadt von Albanien. Worauf wartet ihr noch? Start frei! Ja, auch beachtlich. Und ab dieser Runde gibt's Dr. Drago. Den sehen wir hier derzeit nicht, aber den werden wir hier gleich noch sehen. Was der so alles macht. So. Und wir sind in Nürnberg. Und was kaufen wir da Schönes ein? Ein Spielzeugmuseum. Forschung? Na klar. 10.000 natürlich. Haben wir die Kohle raus. Aber leider kein Geld in Oberkirch. Tja, Pech. Und Dr. Drago sehen wir hinter Marcello, der ja leider aussetzen musste. Aber da kommt er doch dran. Da kommt doch dran. Und der Schneepfluch ist natürlich eine besondere Karte. Falls da Schneelawinen auftauchen, da kann man den Schneepflug benutzen, um den Schnee wegzuräumen. Ist ja klar. So, alles klar. Also Nägel zu benutzen ist derzeit nicht so ganz gut. Aber gleich. Man sieht hier die Unterschiede zum vorigen Monat. Die Spieler kassieren jetzt auch Miete. Bei Maike ist es ganz klar, dass sie erste ist. Sie ist ja derzeit die einzige Gewinnerin. Und Tirana ist ein ganzes Stück weit weg. Paris haben wir sowieso keine Kohle. Aber was hätte man da bitte anders erwartet? So, Mertin. Der von allen Spielern schon weit gekommen ist. Drei Walzen. Oh. Mertin könnte jetzt was reißen. Also. Mit etwas Glück könnte er was reißen. Und leider kam bei den Forschungen nichts heraus. Schade um das Geld. Tja, Pech. Ja. Siehst du, Dr. Drago ärgert mich nicht mehr.
Oh, okay. Hier, bei den Nägeln ist es so, da kann man eine Straße blockieren. Man kann es nur mit Nägeln weg, halt irgendwie wegfegen. Ansonsten muss man zusehen, wie man ans Ziel kommt. Luxemburg. Leider keine Kohle dafür. Naja, schade. Punch kann man halt nur dann benutzen, wenn da überhaupt ein Spieler auf dem Spieler drauf ist. Naja, geht nicht anders. Dr. Drago veröffentlicht seine Memoiren. Die Ausgabe des Buches kostet nicht $5000. Tja, so ist das einfach. So, jetzt bin ich mal gespannt. Nur $300 in der Tasche. Nun gib mal Gas. Günter Grass. Das sieht nicht gut aus. Und Spielzeugmuseum ist weg. Und das ist weg. Kennt ihr das von South Park? Man will Kredite machen und es ist weg. Na? Kennen wir das nicht irgendwo her? Pommes frites kommt ja eh nicht durch. So, wir sind jetzt in Stuttgart. Ja, wie will man sagen, Autohandel. Aber, oh, Geld ist doch da. Dr. Drago setzt beim Schweinerennen auf ein junges Ferkel, was beim Rennen glatt verliert. Und 5500 Euro sind weg. Tja, Pech. Da wird einfach auf die falsche Ferkel gesetzt. Aber Dr. Drago kann noch viel gemeinere Dinge machen, also... Das, was man hier sehen kann, ist ja erstmal nur Peanuts gewesen. Und Marcello stellt hier mal eine Falle auf. Zur Not greift das Spiel auch auf andere Dinge zurück. Und zwar, dass man automatisch aufs Aussetzen kommt. Dass man automatisch aussetzen muss. Ja? Genau, ich habe eine Sackgasse geschaffen. Eine Sackgasse. So. Und dafür kauft sich Dr. Fred jetzt sowas hier. Ja, sieht doch viel besser aus als bei der Testaufnahme, wo ich meine Stimme nicht aufgenommen habe. Bin ich nicht toll, Leute? Und Luciano ist leider bei Dr. Drago gefangen. Zum Glück kauft er nichts. Und Dr. Drago veröffentlicht wieder seine Memoiren, diesmal für $8100 für die Veröffentlichung. Also, nee. So, alles klar. Zum Abkaufen ist leider nichts dabei, aber für die Münchner Festhalle haben wir immer genug Geld. So, Martin, jetzt deine Chance. 6 ist zu viel. Dafür bist du jetzt in Skopje. Für eine Tabakplantage ist doch immer was dabei. Tabak sind doch die Dinge, die man sich reinschieben kann, oder? Ja. Kein Kommentar dazu. Warum hab ich minus 5000, du Arschficker? Tja. Ist halt nun mal beim Spiel so. Da verliert man halt Kohle. Ne? Also, alles klärchen. So, Benzin. Und Afrosch ist letzter. Ich hau dir gleich einen letzten Wash. Ja, nicht so aggressiv gleich. Meine Güte, ey.
Verdoppeln. Okay. Was kann man denn verdoppeln? Verdoppelkarte muss ich halt noch abrufen. Und schon sind wir in Wien. Können wir uns leider nichts leisten. Und Dr. Drago kauft eine Schiffsladung Zündhölzer, die dummerweise alle nass und wertlos geworden sind und $8.800 zum Teufel gejagt wurden. Und den Kartoffelacker in Brüssel können wir verkaufen. Und Mertin versucht nochmal sein Glück. Aber jetzt können wir tricksen. Das verkaufen wir. Und wir kaufen uns, na, diese Karte hier. Und wir haben Mertin als klaren Sieger schon verurteilt. Wir haben ja schon den klaren Sieger, aber leider können wir auch kein Punch einsetzen. Auch nicht, wenn Marcello, glaube ich, auch wieder abhauen wird. Jetzt haben wir Maike, die hoffentlich keine Dreier würfelt. Und Dr. Drago kauft ein Sumpfgebiet in Schottland und bucht von Maikes Konto $11.500 ab. Pech. Und Mertin hat gewonnen! Herzlichen Glückwunsch! Wir sind in Albanien angekommen. Und wieder $100.000 sind dabei und wir können einkaufen. Und wir werden Monopolisten. Tja, $105 beim Wiederbrich. Einen übrig. Wunderschönen guten Tag! Wer es glauben mag, auf euch wartet schon ein heißes Rennen. Auf den schnellsten wartet sogar noch mehr. Ja, so viel Geld, so viel Reichtum, alles nur für einen. Doch wer wird es sein? Wer hat das Zeug zum Sieger? Wer kennt alle Tricks? So, nun wollen wir mal sehen, für wen die Schicksalsstunde geschlagen hat. Ja! Alle Akta ist, die Würfel sind gefallen. Und da ist sie, ich hab's gewusst. Unsere neue T-Stadt. Verarsche? Hab ich's denn nicht gleich gesagt? Doch, doch, doch. Auf geht's nach Skopje, der Hauptstadt von Mazedonien. Da war Berti doch los. Schon. Worauf wartet ihr? Ab geht's. Das nächste Ziel ist anscheinend Zagreb oder was. Wo jetzt Afrosch steht, ne? Also das ist doch echt eine Verarsche. Ich wollte eigentlich für die Zuschauer ein spannendes Rally machen und stattdessen macht der Computer solche Vorschläge. Aber gut, können wir nichts dran ändern. Es sei denn, es passiert gleich noch eine Panne. Und dann darf man alles nochmal neu anfangen. Naja. Benzin. Benzin. Extrasummen. Schafft einen großen Sprung. Was leider nichts richtig bringt. Dr. Fred hingegen wird es wahrscheinlich auch. Naja, nach Sarajevo 2 geschafft, aber kann sich nichts kaufen. Tja. Vorletzter und Afrosch bleibt letzter. Verdoppeln, Punch. Und deswegen hat man die Punch-Karte behalten. Und wir haben Maike, die ja vom Punch betroffen ist. Aber Dr. Drago gerade noch entkommen konnte. Ah, Frosch schafft die Hälfte. Musst du auch was dafür einbüßen?
Pommes frites verliert auch dort wieder Geld. Und Benzin konnte entkommen. Und wieder was abstauben. Marcello entkommt gerade auch. Metzgerei Nürnberg ist auch hin. Ja. Das Programm reinlegen können wir nicht. Aber wir haben kein Geld, uns was zu leisten. Aber vielleicht kann uns diese Karte helfen. Oh, Zucker für Afrosch. Es sei denn, Afrosch erzielt. Nur eine 1. Eigentlich wollte ich eine 5 sagen, aber. Naja. Und Pommes frites hat leider nur eine Karte für 3 Felder. Aber mal sehen. So, was kaufe ich jetzt? Einmal das. Da will ich einmal. Ach Mist, für Weihnachten habe ich ja nichts. Ist doch scheiße. Dann will ich. Die Vielfaltskarte? Oh ne, hab auch keine Lust. Ne? Obwohl von Doppel weiß ich ja, was es ist. Ach, kann ich mir auch nicht lassen. Ach, ist egal. Wir machen weiter. So. Und für Marcello bleiben nur 575 Dollar übrig. So, Dr. Fred. Und minus 655 Dollar. Und wir haben jetzt 2 der 8 Exit Allstars, die Schulden haben. Ist das nicht schön? Für Sarajevo haben wir leider etwas zu wenig Geld. Okay, Afrosch für dich. Arschficker! Naja, das Resultat ist eh die gleiche, also ist es ja egal. Egal! Und Pommes frites gewinnt! Eindeutig! Hallo! Ich bin's! Skopje! Hallo! Und wenn jetzt für die vierte Runde ein Tirana nochmal auftaucht, ne? Dann kann ich eh nichts dran ändern. So, Obstplantage und Tabakplantage für Pommes frites. Ja, hallihallo Leute, neue Runde, neues Glück, wa? Alle da? Ich werde jetzt gleich eine Zielstadt für euch auslosen. Und wer dort zuerst ankommt? Ja, auf den wartet dann Geld, Ruhm und Reichtum. Ich leg nun husch husch diesen Schalter um. Und dann wollen wir mal sehen, wohin gehen wird. Es dauert nur noch eine Sekunde, dann geht sie los, die nächste Runde. Ja, da haben wir sie schon. Das ist eine Farce, oder? Die neue Zielstadt. Diesmal geht's nach Belgrad, der Hauptstadt von Jugoslawien. Worauf wartet ihr noch? Start frei. Das ist eine Farce. Und wir haben den nächsten Sieger schon. Das ist Benzin. So, für die letzte Runde vom Masterrennen will ich was Ordentliches sehen. Reykjavik wäre geil. Oh, wir könnten sogar einen Kredit aufnehmen.
Okay. Und wir nehmen einen Kredit auf. Und zwar für Textil- und Automobilfabrik. Einfach mal so. Hallihallo. Ja, schon wieder eine neue Runde. So schnell, ihr Titte. Ihr wisst ja, was da auf den Sieger wartet. Genau, der super tolle Riesenpott voll Scheine. So, nun wollen wir mal sehen, wohin uns das Schicksal als nächstes jagt. Die Ersten werden die Letzten sein. Oder vielleicht auch doch nicht. Wartet's ab. Wo ihr hin müsst oder nicht, sagt euch gleich das Licht. Ja, da ist sie, unsere neue Zielstadt. Auf, nach Luxemburg, der Hauptstadt von Luxemburg. Was denn? Ihr seid ja immer noch hier. Los geht's. Ja, auch ordentlich. Nur, wenn die Master Rally beginnt, werden wir sowieso in alle Erdteile geschoben. Also spielt es halt keine große Rolle. Und Dr. Drago kriegt Ärger vom Finanzamt und wir müssen blechen. Tja, Pech. Für das Spielzeugmuseum in Nürnberg. Tja. Tja, wie man sieht, Benzin ist erstmal reich, aber vielleicht nicht mehr lange. So, Punch. Und. Und das war wieder wegen einer Platte, die keiner produzieren will. Beziehungsweise die niemand kaufen will. Ah, ich komme selbst durcheinander. So, und jetzt? Und rot. Genau. Ein Frosch, der Schulden wie noch nie hat, kann etwas von seinen Schulden abgleichen. Zumindest noch. Und Popfritt, die Kohle wie Heu hat, verliert wieder was. Zucker! Für Luciano könnte das für Beginn eines neuen Spielrunde ein Albtraum werden. Weil wir sind schon Dezember angelangt. Ab wie viel Abonnenten die Grenzen geöffnet werden, weiß ich auch nicht. Wir spielen einfach. Erdbeben. Da kann man ein Erdbeben in einer Stadt auslösen und dann verlieren die Spieler, die gekauft haben, die jeweiligen Gebäude, wenn sie keine Versicherung abgeschlossen haben. So, Bruder Herz, jetzt kriegst du was auf den Tanke. Ascheloche! Ich mach dich Mortadella. Gut bei Som, seid's nicht neugierig? Ich bin's wieder, euer kleiner Scherz. Wollt ihr nicht wissen, wer der Beste ist? Wer das Rennen anführt? Wer das Spiel beherrscht? Hä? Nun, ich weiß es jedenfalls. Und damit ihr nicht traurig seid, will ich's euch auch verraten. Schaut einfach auf die Tafel da. Also, da hätten wir schon den Ersten. Das soll gut sein? Naja, vielleicht kann man ja doch noch was machen. So, und wie steht's mit Spieler Nummer 2?
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Genau so muss es sein, was? So, wer kommt jetzt? Ich sehe, das war ganz gut. Vielleicht kann es aber doch noch ein bisschen besser werden. Ja, das wird auch besser. Okay, machen wir das Quartett voll. Das wird aber nichts auf Dauer. Streng dich doch mal ein bisschen an, ey. Ich hau dir gleich aufs Maul, du. Und noch einer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da kann noch was draus werden. Ja, Currywürste fertig. Und weiter geht's mit Nummer 6. Na, das ist doch ganz gut, Mensch. Weiter so, das wird schon. Naja. Einen haben wir wohl noch, wa? Oh, oh, nicht gerade doll. Da hab ich leider schon bessere gesehen. Ah, das... Und zum Schluss noch Spieler 8. Das soll gut sein? Naja, vielleicht kann man ja doch noch was machen. So, dann wollen wir mal schauen. Ich sehe, das war ganz gut. Vielleicht kann es aber doch noch ein bisschen besser werden. Ja, also wir haben... Werd ich gleich da unten zwingen, du Arsch. Und Luciano setzt gleich zum Januar aus und Dr. Drago produziert mal wieder eine Platte von der Kohle Lucianos. Naja. Und Maike muss dann ihre Münchner Festhalle verkaufen. Oh. So viel dazu. Und Martin hat immer wieder Pech. Und Kredit ist abgelaufen. Automobilfabrik futsch, Textilfabrik futsch, Restaurant futsch und die Schafsherde auch noch. Tja, mehr können wir erstmal noch nicht verkaufen. Ihr seht aber mehr. Marcello, er dreht sich in der dreimalste Karte für die Master Ready. Und wir... Na, mieten können wir erst, wenn wir was gekauft haben von jemandem. Und die Schiffsladung Zündhölze für $945 ist ja Peanuts. Naja, wir machen weiter mit Luciano. Kurzurlaub auf Ibiza für $2,205. Ganz schön viel Geld für Kurzurlaub. Ich kenne Kurzurlaub auf dem Bahnsteig, aber das ist wieder was anderes. So, Pomfret, jetzt kannst du einkaufen. Ja, und weiter geht's mit Benzin. So, jetzt sind wir gespannt. Kann Marcello das reißen? Natürlich nicht ganz. Und die Nägel sind weg. Zur Überraschung vieler. Das Feld startet nie. Und 3 von 8 Exit Allstars sind derzeit in den Schulden. So. Luciano ist dran. Naja.
Chefladung Zilthölzer sind wieder nass geworden. Also. Versucht jetzt Mikey irgendwie. Oder auch nicht. Krieg dafür Finanzamtskarte. Und Mikey lebt ja mit Dr. Fred zusammen, also kann Dr. Fred sich jetzt warm anziehen. Weil, wenn Dr. Fred schon oft mit einer Edna-Edition betrügt, da kann nun mal die eigentliche Frau böse werden. Ich hab für dich auch Brüste. Also für die Comics. Naja. Marcello ist dran. Und er zieht leider auch was Negatives. Aber dafür landet er in Antwerpen. Was leider ihm gar nichts brachte. Dr. Fred hingegen landet in Wien und kann sich nichts kaufen, weil er Schulden hat. Das sieht man sofort. So, Luciano, dein Turn. Knapp vorbei ist auch daneben. So. Sag, du dreckiges Schiff! Und nur 2136 werden vom Finanzamt eingezogen. Du kannst dich bei Mikey Martinson bedanken. Tach, hat wohl nicht geklappt. Zumindest nicht so richtig. Und jetzt ist Martin schon vor Luxemburg. Jetzt drücken wir am Frosch die Daumen. Der in Brüssel landet. Tja. Metzgerei. Ich wollte schon immer eine Metzgerei eröffnen. Das ist doch schön. Currywürste in Wien. Da freut sich der Parteivorsitzende der Autistenpartei immer gern. Wieso? Parteivorsitzender, was redest du für ein Schwachsinn? Oh, falls Marcello in Schulden steckt, kann man die Schulden auf jemand anderes verteilen. Cool. Ein Schuldenbürgen nennt man das. Jetzt ich! Scheiße! Das trifft wohl immer daneben, oder was? Oh, und Pommes frites kommt leider nicht groß voran. Und Benzins Hausbewohner ist leider Elfe Martin, also kann die blockierte Karte wohl nichts nützen. Und außerdem haben die anderen auch keine Karten dafür. Naja, aber jetzt schauen wir mal. Schafft Marcello jetzt! Nichts! Und jetzt sind wir in Frankfurt am Main. Und Dr. Drago wechselt das Fahrzeug vom Fahrrad zum Auto.
Wann wir ihn in Zeppelin sehen werden, weiß ich nicht, aber bei der Testaufnahme gab's nix. Mike wird in Brüssel kein Erdbeben auslösen. Dafür flieht sie aber. Aus den Schulden weit weg. Meine Güte, das wird ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Wenn noch Pommes frites dazu stößt, beendet das Rennen. Dann haben wir die Heldin. Und Betsy gewinnt. Das war die fünfte Runde von fünf. Und leider kann sich Benzin nichts leisten, also bleibt das Geld bei ihm. Hallo, so Leute, die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Wir stehen kurz vor dem Ende unserer total verrückten Rallye. Doch noch ist nichts entschieden. Die Karten werden neu gemischt. Jeder hat noch eine allerletzte Chance. Habt ihr noch einen Trumpf in der Hinterhand? Vielleicht noch ein Ass im Ärmel? Oder habt ihr schon all das Pulver verschossen? Ich will's nicht hoffen, denn nun geht es echt zur Sache. Wir starten sie nun. Die ultimative, superschnelle, eisenharte Master Rallye. Ja, Leute, nun geht es. Jeder Trick ist erlaubt. Keine Limits, keine Gnade. Denn wer hier gewinnt, dem winkt der absolut gigantische, unfassbare und nie erreichte Superpreis. Da kippt das Spiel, da wankt der Sieger, da dreht sich das Oberste nach unten. Gleicher Weg für alle, gleiche Chancen für jeden. Also haltet euch ran, Leute. Volle Pulle rauf aufs Gas. Es gibt hier nur ein Ziel, das Zentrum Europas, die Stadt der Städte. Euer letztes Ziel heißt Brüssel. Wer zuerst diese Stadt erreicht, der macht das Rennen. Doch wer wird das wohl sein? Wir werden sehen, wir werden sehen. Also los, Leute. Start frei zum großen Showdown. Alles klar? Na, dann wollen wir mal. Auf die Plätze. Fertig. Los. Tja. Und Marcello legt los. Mit der Walze. Und schafft die ganz genau die Hälfte. Mit der Entferntaste kann man sogar zoomen. Aber Dr. Fred hat sogar 5 Walzen gekriegt. Und schafft es sogar über die Hälfte zu kommen. So. Oh, Luciano startet von Reykjavik aus. Denk mal, wir schalten mal Musik ein, auch wenn man mich nachher gar nicht mehr hören kann. Oh, eine Tschüsskarte. Geil.
Scheiterherzen. Zuckerflugzeug. Zucker im Tank muss leider Luciano aussetzen für eine Runde. So einfach ist das. Ob dieses Spiel überhaupt als Brettspiel umsetzbar ist, glaube ich eher nicht, weil an der Aufwand, da werden die Kinder verrückt, wenn sie sowas überhaupt als Brettspiel vorgesetzt bekommen. Da ist die Computerversion wesentlich besser. Ja, wohin des Weges jetzt? Geht ja nur dorthin. Tabakfeld und Zimmerinfeld. Und Martin, der richtig aufgeschultert. Oh, für Martin an der Hau-Ab-Karte. Das heißt, Hau-Ab so viel wie... Oh, das kann jetzt Martin schön nutzen. Aber wird wahrscheinlich nicht viel bringen, von der Richtung her. Naja. Ein Foto laden. Oder Auto fährt, kann er mehr vom Konto wegnehmen, beziehungsweise auch Geld verschenken, wenn er mal nett ist. Der Fotoladen in Lyon könnte man verkaufen. So, Dr. Fred. Dann nicht nur eine 3, dann in Paris. Ah, Mist. Paris können wir ja eh nichts leisten.
Paris ist auch heute noch teuer. Machen wir Valencia mal frei. Und eine Karte wurde weggenommen und lässt sie weit, weit wegfliegen. Und Benzin bekommt von der Befragung Geld geschenkt. Ist das nicht toll? Denkmal Hotel. Du verlierst sowieso, Martin. Nö, mein Bruder kriegt Schulden. Marcello hat 0-0-0. Dann, oder? Und wenn man mit dem Flugzeug nach Brüssel fliegen will, der wird enttäuscht, weil dann wird es heißen, ja, aufgrund von starkem Nebel können die Flüge nach Brüssel nicht genutzt werden. Tja, das ist der Sinn und Zweck der Masterin. Nicht alle Tricks sind erlaubt. Also haben wir dort einen Widerspruch entdeckt. Tja, Moderator, was sagen wir jetzt? Da wir in der Masterin eh nichts mehr kaufen würden, weil es geht jetzt nur noch um Bares. Und der erste sechsstellige Schuldengewinner. Walzen für Abfrosch. Dr. Drago hat Ärger mit dem Finanzamt. Jetzt setzen wir die Hoffnung auf drei Spieler. Der hier scheitert. Marcello. Scheitert total. Dann in den Antwerpen. Mit Nada. Jetzt liegt es alles an Dr. Fred. Kann er die zwei machen? Nein! Scheitert auch knapp. Hallihallihallo, Leute, da bin ich wieder. Ich will doch mal sehen, wer, wie, wann, wo, wie, warum, wie viel, was hat. Hä? Ja, habt ihr es kapiert? Ich nicht. War auch nur ein kleiner Scherz. Na, dann schauen wir doch mal auf die große Tafel und lassen uns zeigen, wo der Hase langläuft. So, legen wir los mit Spieler Nummer 1. Ui, 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 das ist aber nicht so doll. Ich glaube, wir üben noch ein bisschen, wa? Naja. Und der nächste, bitte. Na, das ist doch ganz gut, Mensch. Weiter so, das wird schon. Wirklich? So, wer kommt jetzt? Hehe, das ist nicht schlecht. Sehen wir hier etwa schon den Sieger? Ja. Ja, und wer kommt jetzt? Das soll gut sein? Naja, vielleicht kann man ja doch noch was machen. Weiter nun mit dem nächsten Spieler. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Genau so muss es sein, was? Wirklich? Und jetzt Spieler 6. Ich sehe, das war ganz gut. Vielleicht kann es aber doch noch ein bisschen besser werden. Ja, ich gewinne. Einen haben wir wohl noch, wa?
Das wird aber nix auf Dauer. Streng dich doch mal ein bisschen an, ey. So, das war's dann auch schon. Uiui, das ist aber nicht so doll. Ich glaub, wir üben noch ein bisschen, wa? Ja, das Spiel ist gegen mich. Ich gewinne. So, dann wollen wir mal schauen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Genau so muss es sein, was? Also, erster Platz. Tja, da würde ich mal sagen, Flugzeug können wir nicht mehr benutzen. Das sieht gut aus. Ich glaube, Januar, Februar ist schon Sätze. Die, die es nicht geschafft haben, macht nichts. Es gibt ja immer nächstes Jahr. Marcello macht das Rennen und gewinnt die Master Rallye. Yeehee! Und $321.300 hat man gewonnen, Marcello. Yeehee! Also, erster auf dem Treppchen ist Marcello, gefolgt von Pommes frites als auch Benzin. Super duper! Ein glänzender Sieger, ein toller Hecht, ein echter Champion, der reine Wahnsinn, was? Da tanzt ja der Bär, da bebt die Erde, da feiern wir eine Riesenfete, Leute. Hurra, hurra! Einen dicken Glückwunsch an den Sieger, Mensch! Ja, und wer nicht geschafft hat, nun ja, vielleicht beim nächsten Mal. Nicht traurig sein, das lohnt sich doch nicht. Bis denn mal, Leute. Zum Abschied noch ein kleines Ständchen von unserer Kapelle für den Sieger. Und wir sehen uns wieder bei der total verrückten Rallye. Tschüss. Ja. Was sagt die Gewinner dazu? Ja, ich hab's meinem Bruder gezeigt. Ja, und jetzt gibt's erstmal eine Currywurst bei mir zu Hause für alle. Und ganzes Rost, wenn ihr wollt. Und für mich dein Riesen-Dildo-Ersatz, ja? Und wir werden jetzt zu den Credits überschalten und wie Dieter Thomas Heck den Abspann machen. So, als Produzent Thomas Herzler, Projektleitung Thomas Friedmann, für das Programm zuständig ist Armin Gessert, für die zusätzlichen Programmteile sind Thomas Häuser und Thomas Holz, Grafik hat Adam Spries, für die zusätzlichen Grafiken zuständig sind Thorsten Knob und Uwe Meyer. Und für die Musik und Geräusche ist Heiko Rundmann zuständig. Und besonders danken tun wir an Pirlas Vienna, Manu Lohmann, Jan Birk, Christina Cittini, Richard Zipperling, Barbara Murphy, Svenja Rickmann und der Firma Blue Byte. Und dieses Spiel wurde auch von Blue Byte Software in Mülheim an der